Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Busfahrer Maximus. Ich begrüße euch zu einer Runde Fernbus-Simulator. Wir werden heute Richtung Paderborn fahren. Eine ziemlich lange Strecke. Wir sind nämlich momentan in Hannover. Wir werden viel Landstraße fahren auf der A3, Bundesstraße 364, 121 und die 68. Ja, das sind über 180 Kilometer und deswegen setzen wir uns doch einfach mal in unserem Fahrzeug rein. Jo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Erstmal dafür nochmal. Und ja, wie gewohnt, Sonntag gibt's eine Runde Fernbus-Simulator. Ja, gibt ja jetzt nicht mehr so viele Kanäle, die den Fernbus-Simulator zeigen. Eigentlich schade, ne? Eigentlich schade, oder? Was sagt ihr? Spielt ihr eigentlich noch den Fernbus-Simulator oder wartet ihr auf The Bus? Ich denke mal, dann werden wir noch ein bisschen warten müssen. Obwohl sie ja schon geschrieben haben, es wird in naher Zukunft wieder ein paar kleine, feine Videos geben. Also diese Videos von damals fand ich immer sehr interessant. Wo, naja, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß, aber ja, ihr wisst schon, wo sie denn hinter den Kulissen gezeigt haben, was sie alles machen und, und. Und ja, da bin ich mal gespannt. So, Innenstadt dauert immer ein bisschen. Und jetzt trinke ich erstmal ein Schlückchen Kaffee. Oh, Blinker. Weil 5.30 Uhr war natürlich wieder die Nacht vorbei. Jetzt haben wir es 6.44 Uhr. Die Kleine schläft wieder. Und deswegen kann ich mich mal schnell hinter Steuer setzen. Heute hier am Samstag, einen Tag vorher, werden wir jetzt mit dem Bus unterwegs sein. Ah, schön. Ah ja, sieht da gut aus. Sieht ja richtig hübsch aus. Das ist ein schöner Bus. Ich fahre jetzt momentan immer nur diesen Bus. Ich weiß auch nicht. Und der kleine Sprinter, der müsste jetzt bald irgendwie aktiv werden für den Fernbus-Simulator. Und dann werden wir mit dem mal eine Runde drehen. Und dann werden wir wahrscheinlich erstmal wieder alle Einstellungen machen müssen, die wir hier schon für diesen Bus haben. Naja, ich habe es ja schon gesagt, hoffentlich wird das bei The Bus anders, dass man eine Einstellung und dann werden sie alle übernommen für das Fahrzeug eurer Wahl. So, ein bisschen leer ist es hier, ne? Ich hoffe, bei The Bus sind die Straßen nicht ganz so leer. Da sind dann halt ein bisschen mehr Leute unterwegs, da steht ein bisschen was, da steht ein umgekippter Papierkorb. Ja, oder da sind eine Menschengruppe. Naja, gut, in der jetzigen Zeit kann man durchaus sagen. Ja, man kann es auch so machen. Ja, ja. Man kann auch einfach mal so die Vorfahrt nehmen, ne? Ah, ich weiß, du hast wenig Zeit, aber. So, fort. Ja, ich hatte ja auch gesagt, die Fahrzeuge sahen ja bei sowas auch so aus wie hier. Naja, hier stehen aber wenigstens ein paar Autos oder da ist ein Feuerwehreinsatz und dann muss man halt eine andere Straße irgendwie nehmen, aber das randommäßig. Also mal ist das Fahrzeug, mal ist es nicht. Und cool wär's, wenn wir selbst entscheiden können, außerhalb des freien Fahrens, dass wir da mit Leute fahren können, die Städte auswählen können, wo wir denn starten. Oh, BMW. Ja, okay. Lass mich durch. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Ein bisschen freifahren ist vielleicht auch nicht schlecht. Aber was eben auch cool ist, dass man so eine Anzeige hat, wie viel Prozent man eigentlich selber abgefahren hat. Also so ein kleines Achievement. Wenn man alle Strecken und alle Bushaltestellen abgefahren hat, dann hat man bei den Achievements, ich glaube, sowas könnte durchaus hier im Fernbus-Simulator sein, aber ich möchte gerne so eine Prozentanzeige, wie viel ich der Karte irgendwie abgenommen habe. Gibt es eigentlich schon Informationen, wie es dann mit dem Fernbus-Simulator weitergeht und ob es überhaupt weitergeht? Also mit Fahrzeugen und eventuell auch mit, wie soll ich sagen, DLCs, Kartenerweiterungen.
muss halt immer jetzt auch sagen, wie viele Leute spielen denn überhaupt mit dem Fernbus? Und man hat doch, ich denke mal, da kann man bestimmt über Steam können die Entwickler da bestimmt ein bisschen was reingucken. Und dann muss man halt dann auch sagen, naja, wird man die Ressourcen dann weiter hier verwenden, um hier weitere Inhalte reinmachen zu wollen? Vielleicht Updates, die dann halt in zukünftigen Sachen kommen, Performance-Verbesserungen oder andere Texturen und. Aber es kann durchaus sein, ja. Ja, zum Beispiel, weil was die KI-Fahrzeuge verbessert werden oder noch mehr Varianten, dass die dann halt irgendwie mit ins Spiel kommen. Ich habe auch kein Problem, muss ich ehrlich sagen, wenn zum Beispiel in was man irgendwie eine Kooperation zum Beispiel mit anderen Firmen macht, also mal mit DHL, ja, man sich dann kostenlos vielleicht für ein paar Euro, wer das will, dann so ein Texturpaket oder irgendwie so besorgt, dass dann halt DHL-Fahrzeuge unterwegs sind. Es muss ja nicht DHL sein, es kann natürlich auch andere Firmen sein. Hätte ich jetzt gar keinen Schmerz mit. Also, wer es will, der kann es machen. Wer nicht, der lässt es halt. Ne? Ist ja schon sehr lange, dass schon in Videospiele bekannte Firmen im Spiel implementiert werden. So als Werbeträger. Oder die bauen das schon von vornherein Werbetafeln so ein mit irgendwelchen Firmen, die es real life jetzt nicht gibt, aber wo die Mod-Community das dann ganz einfach umsetzen kann und real Firmen einsetzen. Um da halt, sagen wir mal, bei den Tankstellen, wenn es jetzt zwei, drei Sorten von Tankstellen gibt, wo dann die so angelehnt sind an bekannte Tankstellen, dass man die dann halt richtig schön implementieren kann. Also durch die Mod-Community, dass das halt irgendwie schneller geht. Aber ich habe schon mit meinen Leuten geredet. Da sind schon einige, würden dabei sein. Bei The Bus. Gerade so Multiplayer-mäßig. Ich kann mir aber immer noch nicht so vorstellen, wie das so laufen soll. Ich muss aber meinen Kaffee austrinken. Wartet mal. Ach, Kaffee muss sein früh morgens. Sonst, ne? Bin ich nicht bereit hier für die Tour. Nee, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also Multiplayer, ich weiß nicht, wie viele Leute dann oben sein sollen. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so richtig Feedback, aber ich denke mal, wir werden dann von TML Studios bestimmt irgendwann mal ein paar Infos bekommen. Oder mal so darauf hingearbeitet wird. Aber es ist jetzt momentan sowieso für jede Firma so ein bisschen schwierig, ihren Zeitplan einzuhalten wegen Homeoffice etc. Das ist alles nicht so einfach. Und bei Steam habe ich jetzt noch nichts gesehen, dass was irgendwie schon in der Steam-Liste ist. Aber ich gehe davon aus, dass es nicht nur über Epic, sondern ich weiß nicht, ob es über Epic. Oh, das ist auch so cool hier mit den Pflastersteinen hier. Man merkt richtig, das haben sie auf jeden Fall deutlich verbessert. Hey, hier. So ein leichtes Vibrieren hier, ne? Dass man weiß, dass man hier ein bisschen langsamer fahren muss. Ja. Und ich höre hier ein paar Schafe draußen. Ah. Schön hier. Ticket ab 1 Euro. Ah. Ja, das mit den Bäumen haben sie ja auch ein bisschen besser gemacht, dass sie nicht mehr so aufploppen, ne? Hört ihr mein Lenkrad? Ja, ne? Ihr hört das, ne? Also, es ist auf jeden Fall. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg mit dem Kopf. So dolle vibriert. Oh, jetzt ist wieder freie Fahrt für freie Bürger. Wir werden bestimmt dann immer so eine extra Videos machen, wo dann ein gewisses Thema mal angesprochen wird. Es wäre auf jeden Fall sehr interessant. Das ist nicht nur Kuschelmuschel, dass dann halt ein paar Sachen
der Multiplayer oder die Community, die Fahrzeuge, die Strecken, immer so ein paar Themenabschnitte und dann so eine kleinen kurzen Videos raushauen. Aber wie gesagt, durch die ganze Sache hier wird es ein bisschen schwierig, weil ich gehe davon aus, dass es bei Steam bleiben wird. Jetzt nicht ausschließlich. Es kann ja sein, dass das Spiel dann auch bei Apex gibt. Aber ein extra Deal kann ich mir jetzt nicht vorstellen, weil wie soll denn das funktionieren? Ich habe mir jetzt zum Beispiel das DLC XY geholt für das Spiel mit dem Bus. Sagen wir den kleinen Sprinter. Ja, Bus. Und die Fahrzeuge, die man ja jetzt hier hat, hat man ja dann oder soll man ja dann automatisch für den oder für Sebastian kriegen. Ja, macht man ja jetzt auch schon. Das ist eine coole Sache, muss ich ehrlich sagen. Finde ich echt cool, dass man nur einmal das DLC kauft und man hat das jetzt zum Beispiel in den beiden Spielen, den Fernbus-Simulator und Tourismus-Simulator. Und dann kann man diese Fahrzeuge dann auch in Sebas spielen. So hieß es. Ja. Und es würde ja dann nicht vergehen, wenn man das dann bei Epic kauft, weil wie soll das der Epic Launcher mitkriegen, dass du eigentlich bei Steam auch noch andere DLCs oder den Fernbus-Simulator hast. Also kann ich mir schwierig vorstellen. Deswegen denke ich doch, dass das Spiel bei Steam bleibt und große Community, auch ich, bin dann eher so ein Steam-Anhänger. Willkommen in NRW. Oh, sieht ja schön aus hier runterfahren. Das gefällt mir ja. Oh. Eieiei. Jetzt muss ich aber ordentlich mal bremsen hier. Aber ich will ja keiner abbiegen. Ach gut. Gibt's ja auch nicht abbiegen, ist nur geradeaus. nein, komm. So. Komm, Polizei. Das wäre zum Beispiel cool, wenn ihr in The Bus, wenn man mit einem Bus lang fährt und dann stehen irgendwelche Ja, KI. Warte mal auf, fahren wir hier ein bisschen weiter hier rüber. Oh. Huch. Da wollt ihr jetzt ein bisschen hopsen hier. Ah ja, so. Oh, wenn man dann mit dem Fahrzeug unterwegs ist und dann steht auf der Busspur einfach ein Auto. Ja, und tut irgendwas beladen, entladen. Und ihr müsst dann halt in den fließenden Verkehr rein und dann, oh verdammt, was ist denn hier schon wieder los? Oder ihr könnt es dann an die Zentrale melden und dann kommt halt so ein Abschleppfahrzeug oder Polizei und das wäre auch irgendwie total lustig. Oh, Alter, was sind das für Straßen hier? Ja. Wie im Mittelgebirge unterwegs oder was, ne? Ja, schön. Weil die Mondblumen. Ach, der Sommer ist da. Der Sommer kommt. So. Warte mal, ich muss mal auf die Karte gucken. Wie weit haben wir es denn? Ah ja, wir haben schon einen Großteil der Strecke geschafft. Also muss ich ehrlich sagen. Paderborn wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr wieder sein. Also für die Leute, die aus der Gegend kommen, ihr könnt ja gerne da mal reingucken, ob ihr da ein paar Wiedererkennungswerte habt. Das war ja zum Anfang so, wo viele dann geschrieben haben, weil das erinnert mich jetzt gar nicht an die Stadt. Und das ist ja, glaube ich, bei Sebas doch ein bisschen anders. Mal klar muss man halt ein bisschen tricksen. Das geht nicht anders. Man kann ja nicht eine Stadt 1:1 abbilden. Das würde die Ressourcen wahrscheinlich komplett sprengen. Und
muss man halt irgendwo Abstriche machen, aber ein paar Wiedererkennungswerte, also was ich auf dem Video gesehen habe, fand ich schon mal richtig nice. Ne? Sah schon nicht schlecht aus. KI-Fahrzeuge, die passen irgendwie nicht. Richtig. Fallen mir noch nicht so richtig. Naja, wir haben eine Mod-Community, ne? Haben wir die? Ach ja, aber wir preschen hier ganz schön durch, wa? Zeitverzug und Abfahrtsplan. Naja. Da sind wir ja richtig wieder super unterwegs. Im Paderborn. Flitzen wir durch. Ja, und ich denke mal, ich werde auch erstmal das so lassen, dass ich immer sonntags eine Tour mache. Mit dem Fernbus-Simulator. Den wollen wir ja nicht ganz vergessen. Und es wird natürlich dann, wenn jetzt andere Spiele kommen, also wenn SnowRunner kommt, dann wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger. Da werden wir da ein bisschen mehr den Fokus drauf setzen. Aber wenn zum Beispiel, sag ich mal so, irgendwelche News oder so kommen, oder die haben ein Video gebracht, und dann lass uns dann einfach dann ja, darüber mal ein bisschen quatschen. Das denke ich, kann man durchaus mal bringen. Euch da ein bisschen mitzunehmen. Vielleicht hat der eine oder andere das ja auch ein bisschen guckt. Außerdem, wir wollen ja die Busse auch nicht vergessen, ne? Ich merke auch, bei OMSI ist jetzt auch nicht mehr so viel los, YouTube-mäßig. Ja, ein paar kleinere Kanäle bringen das noch ab und zu, aber schlussendlich der große, also bei den größeren YouTubern ist eigentlich immer nur der LS, ne? Da gehe ich ja auch ein bisschen so den anderen Weg. Weil erstens ist es ja die Sache, dass ich sowieso nicht die Bauern-Community habe. Jetzt nicht als abwertend, als Überbegriff für Landwirtschaft. Ja. Da habe ich ja eh nicht so die Community. Und ich jetzt auch nicht so zufrieden war mit den LS19. Ja, weil es für mich jetzt nicht großartig viele Neuerungen war. Der LS21 da ein bisschen anders ist. Oder 22? Ja, 22 wird es dann sein. Ne, 21. Wir haben ja erst 2020. Nee, oder? Ach, was weiß ich. Kommt denn dieses Jahr neuer LS? Wie wird er heißen? Da müssen wir mal schauen. War ja jetzt irgendwie ein bisschen Pause gewesen. 18 kam der 19er. Jetzt haben wir 20, sind jetzt wieder. Oder kommt denn nächstes Jahr erst einer? Oh, ich bin jetzt komplett raus. Bei Physik jetzt gar nicht. War ja immer ungerade Zahlen, ne? Es kommt dieses Jahr kein LS, ne? Also da müssen wir jetzt mal ein bisschen darum diskutieren. Ich bin nur ganz durcheinander hier mit den ganzen Verschiebungen von den ganzen Spielen und dies und das. Also bei mir gibt es wirklich nur ein Highlight jetzt, das sagen wir mal zweite Quartal, das ist SnowRunner. Alles andere ist irgendwie nicht so richtig, naja, gibt's nichts Besonderes, ne? Ja, wie gesagt, also da jetzt nochmal Fuß zu fassen, bringt alles keine Punkte. Dann spiele ich lieber eine Runde Kettle und Props. Da nochmal ein bisschen Spiel zu begleiten, ist ja auch mal interessant. So, hier haben wir so eine leichten Bereiche, also hier sieht's ein bisschen trostlos aus, ne? Aber das Gras erst ein bisschen später hier aufploppt oder gar nicht. Hier ist nicht so viel Gras. Natürlich performancemäßig. Man da ein bisschen
nichts. Und da vorne ist ein Blitzer und wir wollen natürlich nicht in den Blitzer reinfahren, ne? STVO. Ach. Ja, fahr mal nach der STVO. Ja. Am Arsch. Das Spiel soll immer noch Spaß machen. So. Wir sind in Paderborn angekommen. Das wäre auf jeden Fall auch so. Bing, das erste Mal in Paderborn. Das wäre auch noch so ein... Eine Einblendung. Wert. Finde ich immer toll. Aber eins weiß ich, wenn dann wirklich Sebastian irgendwann mal rauskommt, wenn wir dann im Livestream unsere Anzeigen und wie wir das alles einstellen, werden wir dann noch live machen. Ja, wir werden das auf jeden Fall begleiten. Wenn es dann Mods gibt, will ich dann auch Mods zeigen. Gucken wir uns dann alles mal gemeinsam an. Das wird schon. Das wird schon schön. So. Hier ist keine Bushaltestelle. Hier brauchen wir nicht. Hier ist die Ecke so ein bisschen auf der Straße. Ah ja. Ach, hier ist auch ein Blitzer. Ah ja. Okay. Ah. Schön mit einer mitlenkenden Achse hinten. Herrlich. Aber halt die Häuser, dann halt typisch deutsch hier, ne? Ist hier Herbst. Mali, ich dachte, das ist eine Ampel. Es soll ja auch jetzt dieses andere Spiel rauskommen, hier dieser Bus-Mechanik-Simulator. Sieht nicht schlecht aus, aber ist nichts für mich. Muss ich ehrlich sagen, das ist alles schön und gut, aber das sind so eine Spiele, die spielt man ein paar Mal und dann hat man ja das Grundprinzip dann alles gesehen und mich interessiert sowas nicht so doll, muss ich jetzt sagen. So, dann bitte aussteigen, meine Freunde, der untergehenden Sonne. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Tour und ja, ihr Zuschauer auch und ihr seid vielleicht auch beim nächsten Mal dabei. Das heißt, Maximus, der Busfahrer, fährt wieder in alle Herren Städte, nicht in alle Länder. Und ja, guck mal, hier gibt es sogar noch eine Telefonzelle von der Telekom. Scheint sogar noch der Hörer dann zu sein. Naja. So, gut, dann würde ich sagen, wir machen hier Feierabend und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.